Gönnung und weiter. Willkommen zurück beim Bro-Up von X-Men Legends. Mit dem Max, dem Lachenden. Richtig, wir haben hier so mitten auf dem Flugzeugträger aufgehört. Wollten noch so ein bisschen nebenbei. Oh, ich hab ein Level ab. Na dann direkt leveln, oder? Ach, du hast auch gleich eins. Ja, stimmt. Genau, und hier wurden irgendwie Sentinels des. Oh. Okay. What? Jetzt müssen wir beim nächsten Level gucken, was das ist. Ob wir das schon haben oder was. Ach, hier geht's runter. Klar. Gut. Hallo? Hier aufmachen oder was? Nee, das ist einfach nur ein Loot-Gebiet. Oh, hier. Endlich wieder Geld. Ja, jede Menge Knack. Was soll ich sagen? Ja, zumindest hier Flugzeugträger, Sentinels kaputt machen, irgendwelche Soldaten, Brotherhood. Keine Ahnung. Also Story. Bitte verzeiht uns, Story ist bei uns ist ja nicht so hoch angesetzt. Vor allen Dingen, der schießt mir ins Gesicht und ich kriege keinen Schaden. Ich bin zufrieden. Alles klar? Ach, Feuer. Hm? Klar, Feuer. Ja, ah, guck mal, hier ist Sentinel. Combo! Gut gemacht, Junge. Das kannst du, ne? Gut machen. Ja. Au! Der Sentinel macht dagegen schon beträchtlich. Aua. Na, und wir haben hier Jubilee reingenommen, natürlich. Oder drin gelassen. Drin gelassen. Nightcrawler. Das ist ja leider nicht geschafft. Genau. Und da haben wir jetzt gedacht, die war jetzt nur 5 Sekunden im Team. Die kann jetzt nochmal ein bisschen was machen. Ich glaube, die war sogar länger drin als Nightcrawler am Ende. So, mit Level Up. Gut, jetzt aber. Characters. Du, wir machen erstmal dich. Du warst zuerst. Ching. Du hast einen Punkt. Du hast einen Arsch voll Strike und Agility, weil du hast ja diese eine Fähigkeit, die Strike und Agility macht. Möchtest du das oder ein bisschen Body? Was macht Body nochmal? Leben. Ja, komm, ein bisschen Leben. Brutal Slash war das. Das kannst du auch erst ab Stufe 15 benutzen. Das Every Skate habe ich nochmal geguckt, aber das macht dann Blutungsschaden. Aber wofür habe ich die ganzen Punkte ausgegeben? Hier unten. Guck mal, du hast Healing Factor bis zum Arsch. Du hast Sharpness, was auch nochmal Physical Damage macht. Toughness, Critical Strike und hier Expertise. Ist auch richtig geil. Aber ich würde dir jetzt empfehlen, Stufe 15 kannst du das Everest machen. Das heißt, 13 jetzt, 14 das und dann 15 Everest Grade Dingsbums. Mhm. Immer. Gut, und jetzt wollten wir gucken, wie ist das, was wir gerade gefunden haben? War das nicht? Vindicate's Gauntlets? Ja. Max. 14. Er lag ja auch nur in irgendeiner Truhe mit noch ja, dem Weg. Also das finde ich jetzt eher ein bisschen mau. Iceman, ja. Du bist gelevelt. Storm. Die braucht keinen Strike eigentlich. Die braucht keine Agility. Oder was macht das? Combines Defense. Ja, Defense. Das kann man schon mal gebrauchen. Leben ist auch nicht schlecht. Leben. Weil Leben einfach Leben ist. Und Whirlwind wollte ich dann eigentlich leveln. Stufe 13. Ja, kannst du. Mach doch. Oh, der macht nochmal fast mehr doppelten Schaden. Und jetzt kann ich mal gucken, was Tornado macht. 2 Points, Lifts, Medium Objects, Small Objects. Wow. Und macht halt nochmal einen Sacken mehr Schaden und hält länger. Ja, also einfach lineare Verbesserung. Ja. Warum ist da irgendwie... Der kostet dann 2 Punkte, glaube ich, anstatt 1. War der Unterschied. Ach, ja, aber warum ist das extra benennen? Ja, das ist, weil du nicht vorher gucken kannst, ein bisschen fies. Ne? Du levelst das alles hoch und denkst dir, oh geil, dann gibt es total viel mehr und am Ende hast du einen feuchten Händedruck. Ich hab euch gerade mit im Ding. Ich hoffe doch, vorher wurden die Hände desinfiziert. Vor was? Na, vor dem Händedruck. Achso. Ein feuchter Händedruck. Das ist heutzutage nicht mehr so schön. Du darfst dir danach vor allem nicht ins Gesicht fassen. Du musst ja danach selber die Hände waschen. Au! Also keine Facepalm. Ja. Allgemein nicht so mehr so ins Gesicht fassen, sagt man. Aber das ist eigentlich eine generelle Geschichte, wenn man viel draußen ist. Ja. Nicht so ins Gesicht fassen. Gut, wir haben jetzt alle getötet. Und jetzt? Ja, noch mehr töten.
Ja, aber jetzt haben wir alle Deployments. Dingers. Oh, die Kamera, die macht aber gerade Spaß. Njong. Okay. Hier kann man noch dann in der Mitte hochgehen. Na, nice. Oder? Ja. Ja, auf der Karte steht doch, dass ich hier irgendwie in Ebenen wechsle. Was? Okay, guck mal in Objectives rein. Get to the lower decks. Muss irgendwo eine Tiere geben. Gehen wir nochmal zum Anfang zurück, weil... Zum Anfang zurück. Lower Decks sind ja schon eher unten. Ach, sag an. Ja, also wenn es jetzt hier nicht um Yu-Gi-Oh! Karten geht, wow, einfach schwache Decks, dann denke ich doch, dass wir runter müssen. Ja, wahrscheinlich hier, wo wir vor uns noch Licht haben. Ja, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Du denkst doch nicht etwa, dass dieses Schiff symmetrisch aufgebaut ist. Keep clear. Haben wir jetzt nicht gemacht. Hm. Aber. Also sag mal so, in der Theorie war es symmetrisch. Ja. Speichern? Nee, ach. Never save a running system. Ja. Ist hier auf der Karte nicht. Hier vielleicht? Nee. Nee, sind wir vielleicht doch irgendwo am Ende einfach. Das ist schön. Ja, das macht doch Spaß, hier ein bisschen rumgucken. Hier war noch was nicht erkundetes, so links. Hier geht's. Oh, ups. Das war ich nicht. Hier geht's noch nicht weiter. So, da ist plötzlich Feuer. Ja, aber hast du es gesehen? Während ich gesprungen bin, ist es plötzlich aufgetaucht. Ja. Also, hier ging's irgendwie. Vielleicht müssen wir, um in die Lower Decks zu kommen, erst in die Higher Decks. Ey, das ist doch nicht... Also das ist doch... Ja, ah, guck mal, da hinten, da hinten. Eine Treppe. Ah. Und plötzlich taucht dann... Aft Flight Deck. AFT. Nicht zu wechseln mit AFD. Ja, aber warum ist das F und das T klein geschrieben? Oh, blab! Was? Der ist runtergesprungen. Muss los, Podi, oder was? Ja, ja, Storm hat gerade alles verstanden von wegen. Ah, it all makes sense now. Das wird explodieren. Das, oh, guck mal, das ist ein Nahkämpfer. Die haben ja auch Schock. Was haben die? Schock. Die haben ja... Team Agent. Gab's einen Extraction Point. Rechts. Gab's einen Dude, der unbedingt sterben will. Also, ich wollte eigentlich, jetzt kann ich ja wieder richtig schön Twisterino machen. Twist. Naja, wie bei Korn, wo der irgendwie was total Unverständliches sagt. Und dann Twist. Twist. Lädst doch mal hin, Mensch. Junge. Okay. Der Extraction Point ist hinter dieser Wand. Nein, der ist einfach eine Ebene höher. Meine Jüte, der hier ist eine Treppe. Okay, wollen wir überhaupt zu dem? Ja, jetzt können wir mal speichern. Weil wir es können. Ja, wir sind ja jetzt auch weit gereist auf dem Schiff. Also auf dem Schiff, nicht mit dem Schiff. Ja. Ich verstehe. Das sind schon wieder Leute, die hinten irgendwie mit Waffen auf uns schießen. Die lernen es nie, ne? Waffen. Sagte der Mann mit Klingen in seiner Hand. Ja, aber die sind natürlich gewachsen. Ja, und unnatürlich mit Adamantium. Ja, habe ich mir das ausgesucht? Nein. Haben die sich ihre Waffen ausgesucht? Ja. Weißt du, die haben halt auch nicht die Chance, sich den Job immer auszusuchen. Die sind schlecht bezahlte Leute. Ja, die müssen halt. Ja, jetzt werden die gar nicht mehr bezahlt, wenn sie da im Dreck liegen. Nein, ich möchte keine tiefsuchende Rakete. Oh, oh, oh. Oh! Wir suchen Raketen, suchen das Ziel. Und der Weg, das ist nicht das Ziel. Nicht für die Rakete. Achso, warte, hier könnte ich doch noch viel besser. Ja, ja, ja. I need more power to do that.
Oh, ich bin jetzt tot. Leg dich. Ich bin tot. You ain't getting up. Zum was? Extraction Point. Zur. Kommst du bitte? Ja, ich wollte hier die Dinger noch einsammeln. Ja, der hat halt irgendwas gemacht. Oh. Und das hat wehgetan. Und du hast dich vorher nicht ausreichend geheilt oder hat er einfach einen ganzen Lebensbalken auf einmal? Nee, ich hatte den Lebensbalken nicht mit 10 Heil-Items vollgedrückt, weil ich dachte... Hast nicht gedacht. Sag's doch. Kostet immer 800. Ja. Storm. Gut, also wenn wir jetzt lame gewesen wären, hätte man einfach vorher geladen. Wir haben ja kurz vorher gespeichert. Ja, nee, das macht keinen Spaß. Spart aber Geld. Yes. Yes. Schön, wenn beide die Kamera andersrum drehen wollen. Man gibt mir gerade mehr extra in die andere Richtung zu drücken. Ich glaube, ich konnte das einstellen, wer Kameratyp ist. Ich glaube, das war bloß bei... Stimmt. Bei dem schlechten... Marvel Ultimate Alliance... 3. 3 The Black Order. Am besten noch dann mit dem DLC-Namen hinterher. Da gehst du richtig krachen. Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order, Rise of the Phoenix! Zum Beispiel. Rast dich aus. Puh, die Kamera ist aber auch. Das macht bei uns Schaden. Ja und? Ach, guck mal hier, auf den Knopf drücken. Okay. Use Crane Control. Jetzt haben wir diesen Panzer jetzt. Da. Jetzt kann man da rüber springen oder was? Keine Ahnung, ich stelle mich hier mal drunter. Soll ich hier nochmal drauf drücken? Nee. Nö, nee, okay. Das ist so ein Panzer. Okay, und jetzt? Was ist denn die Aufgabe? Wahrscheinlich den Panzer zerstören. Get to the lower deck. Ah, wahrscheinlich macht der, wenn man den jetzt runter macht, macht der Boom. Ja, aber lass da nochmal hochgehen. Da war irgendein Pfeil, hast du es gerade gesehen? Ja, wahrscheinlich muss man den angreifen oder was, keine Ahnung. Du willst einen Panzer angreifen, also. Wir haben schon in der zweiten oder dritten Folge schon diverse Panzer gepanzert. Der war aber nicht an dem Kran. So, und jetzt? Tja, jetzt, also weil den siehst du ja jetzt hier irgendwie. Und jetzt machst du hier den Kran kaputt, ist eine gute Idee. Ja, aber... Das ist doch jetzt hier... Nicht schön. Kann ich das? Too heavy. Dann will ich's nicht. Heavy shit, man. Genervt. Oh. Okay, da kann man auch nicht hoch. Also wir haben die irgendwie diesen Panzer bewegt. Müssen wir jetzt vielleicht einfach ein Stück zurückgehen? Gucken. Hier nach links hoch. Mhm. Dann wollen wir nämlich noch nicht. Dann kann man vielleicht irgendwas anderes steuern. Warte. Will do. Okay. Das bringt uns wahrscheinlich. Ja, okay. Ja. Ich mag sowas nicht. Warum macht das Spiel sowas zu. Warum? Das Spiel sollte simpel sein. Wir verprügeln Leute. Ja, so kleine Rätsel sehen ja nicht verkehrt aus. Ist gerade irgendwie kein. Warte, ich muss hier noch ein kleines Stück nach suchen. Ja. Okay. Iceman, jetzt. Junge. Oh, jetzt hänge ich hier. Lass einfach mal hier lang gehen. Can't go that way. Can't go that way. Weil da. Dann lass nochmal zurückgehen, da ist noch ein bisschen was auf der Karte, was wir noch nicht entdeckt haben. Das macht mich irgendwie aggressiv. Guck. Okay. Da ist eine Tür. Hier ist eine Tür, die keinerlei Anzeichen eines Öffnungsvorgangs zeigt. Okay. Also, wenn du mich so fragst, ne? Wir fragen dich nicht. Jo. Oh, unsichtbare Wände. Warum? Wir sind umzingelt. Hier vielleicht? Warte, lass mich mal den Container da mitnehmen. Du willst. Gut, dass man hier reinkommt. Jubilee, mach du auch mal was. So. Willst du jetzt da hochgehen? Nee, ich will es eigentlich von unten werfen. Triffst du doch nicht. Das ist so ein Pfeil. Das ist kein Pfeil.
Fall, das ist Kunst. Uiuiui. So. Das war die Lösung. Ich bin eigentlich felsenfest davon ausgegangen, dass es nicht funktioniert. Ich auch. Ich dachte mir, okay, wenn du das unbedingt machen willst, so mach das, ja, aber... Heilige. Voll Meta. Alter. Das war damals so, 2004. Darauf erstmal speichern, oder was? Nee. Jetzt weiß man halt nicht, ne? Man weiß, es geht nicht. Okay. Die Sache ist halt... Oh, ein Officer. Dass, Body. Ja. Wo war ich jetzt gerade gelandet? Die Sache ist... Ja, was wäre, wenn wir so eine Tonne nicht noch gefunden hätten? Also das war ja jetzt wirklich eine Tonne, die schon ein Stück weg war. Die Sache war, du hättest sicher auch jede beliebige andere Tonne, die wir schon zerstört haben, nehmen können. Ja, oder halt wirklich irgendwie eine Kraft. Hättest wahrscheinlich wirklich von irgendeinem absurden Winkel... Ja, wahrscheinlich mit Iceman oder so. Guck mal, hier geht's nicht weiter. Hier ist eine Wand. Schieß mal hier dagegen. Wirf mal diese gegen die Wand? Wand? Ja. Hier ist doch auf der Jarte. Ach, da ja, da oben. Boah, ich dachte, hier gibt's noch eine geheime Disc oder so. Ja, du kannst doch eigentlich hier fliegen. Hättest nee, du was gönnen können. Ja, du hast immer gesagt, der einen macht das nicht, das ist total unnötig. Ja, ist es auch. Yep. Right. Warte. Ist hier auch was? Okay, okay. Du kannst sehr effektiv Tonnen kaputt machen. Jeder Schlag eine Tonne. Geld. Nee, keine Tonne Geld, einfach nur eine Tonne. Geld. Hey. Nein. Also, ganz ehrlich, ich wäre hier so fall geflieht, ja. Also, oh scheiße, die X-Men. Was ist denn das hier? Weg damit. Oh, hier. Was hier? Der hat aber von Officer. Ein großer Junge. Großer Bub. Ja, heil dich mal. Hab ich. Jubilee, heil dich. Iceman, heil dich. Okay. Gut. Gut. Nächste Ebene. Open Door. Ich muss eine Tür öffnen, um dann zu sagen, ja, ich gehe da durch. Das war in der Analysation auch schon. Ja, ich weiß. Das macht es nicht besser. Ja, man muss ja unbedingt eine Loading Zone... Nochmal verstecken. Da hast du gerade eine Tür per Hand bedient? Ja, warte, das kann ich nicht so stehen lassen. Ich glaube, das war's. Der Zug ist abgefahren. Neuladen. ja, die haben ja auch nur gesagt, get to the lower decks. Ne? Mehr Aufgabenstellung haben wir noch nicht. Warum gibt's denn hier so viele Kreisel? War hier jemand schon vor uns? I couldn't possibly lift that. Ja, wir haben ja den schon ein bisschen... Ja, hat er nicht mehr so den besten Zustand. Seine besten Zeiten hinter sich. So wie wir. Oh, nee, nee. Ja, das mach ich. Die kann man doch hochheben und werfen? Nee, too heavy. Heavy shit, man. Ja, dein Leben, ne? Warum habe ich so wenig Leben? Ja, du hast gerade eine fucking Rakete im Nahkampf besiegt. Entschuldigung. Aber ansonsten ist alles gut. Nächste bestimmt wieder so ein Spawner. Oder was? Ist das ein Spawner? Du hast hier schon was kaputt gemacht, ich glaube ja. Okay, cool. Das war, glaube ich, ein Objekt. Ja. Erstmal ein paar stehen, ne? Du weißt nie. Und eine Türe? In einem kleinen, einsamen Raum? Schade. Warte. Denn Lösung für alles. 50 Schaden. Bei 200 Leben oder so? 50 schon? Ich glaube, ich habe 300. Okay, okay. Also sonst wäre der Balken wesentlich stärker. Da ist wieder so ein Beacon. Das nicht saugt vor allen Dingen Bacon. Saugt vor allen Dingen die Mana runter. Ich glaube, das ist der Ziel des Gedöns. Warum ist hier... Also wahrscheinlich werden wir dann gerade ausgehen müssen. Achso, du lebst, ne? Ich lebe noch. Das freut mich. Bist du der alte Holzmischel? Ich glaube, man muss hier durchgehen und dann hier umgehen. Das hier kaputt machen. Ja, am besten machst du das kaputt und
stirbst oder so. Wir haben jetzt wieder genug Geld. Guck mal hier. Was? Gerät, was schießt. Oh. Nicht nur noch Menschen, das hast du gerade hier kaputt gemacht. Wo denn? Das hier. Let's see what you got. Das ist eine Tür, bitte hier. Ja. Nein! Nein! Die ist zu stark. Weil es eine Schiebetür ist. Geil. Immer diese Schiebetüren. Schiebung. Combo! Combo! You're lucky you're still breathing. Twist, did you have a good fall? Combo! Two. Take your bad beauty! Ah, der hat das hier Rating gestellt, der kann Turrets aufstellen. Das will ich auch geben. Dann melde dich bei der Brotherhood. Geh mal kurz hier hin. Das hingestellt. Schade. Sieht doch, dass es nicht einfach nur eine Granate war? Ja, wahrscheinlich. War es eine ganz schnöde Granate. Starboard. Cardboard. Vielleicht, ja. Ja. Das. Ja, Speicher, ne? Yep. Level Up gab es höchstens für Jubilee, ne? Und das ist unwichtig. Wer ist Bruce Lee? Dann, aber. Ja, weil Bruce Lee war permanent im Team. Da, der war ja kein Gastcharakter. Genau, diese Töne. Tut mir leid. Oh, Leute. Kommst du? Kommst du? Nein, ich. Denk und Jordan wieder? Ja. Oh, da ist hier. Da kommt einer. Ja, das war einfach bei PS4-Controllern. Ja, oder bei Switch-Controllern. Da hab ich zum Glück keine Spiele. Also zumindest bei den. Terribly sorry about that. Bis auf bei meinem Pokémon-Controller. Hast du einen Pokémon-Controller? Ich hab immer noch einen Lumanda-Controller. Wow, das wusste ich gar nicht. Hat mir extra meine Frau zu meinen 30. geschenkt. Ach du Kacke, und dann hat er einen Drift oder was? Ja, und dann habe ich den sogar schon einmal reklamiert. Und dann hat er es wieder. Und der nächste hat es wieder. Das habe ich gerade in einem Video zu gesehen, dass das ein echtes Hardcore-Problem ist. Das sind leider Gottes diese Power A-Dinger. Power A, das ist der Hersteller. Das war von Nintendo lizenziert, aber ich weiß nicht, ob dein. Guck mal, ob dein Zelda-Controller auch so einer ist. So, also das ist quasi kein offizieller, also kein Nintendo-Controller. Der ist nicht von Nintendo hergestellt, aber soweit ich das einschätze, von Nintendo lizenziert. Ja, das ist immer die Frage, was heißt das, ja, im Detail. Das gibt ja auch für PlayStation. Gibt's ja auch gute Controller von Drittherstellern, die nicht von Sony kommen. Ja, aber es ist immer die Frage, ob Sony das cool findet. Weißt du, wenn die. Was hast du gerade getan? Ich habe eine Tür geöffnet. Zumindest ist ja immer die Frage, ob das quasi, wenn das von Nintendo lizenziert ist, dann approven die das sozusagen. Das ist halt unser Qualitätsstandard, sollte man sagen. Ja, und dann wissen wir aber auch, dass die Joy-Cons auch gern driften. Ja, von Haus aus, ja. Ja. Das ist halt ein ernstes Problem. Und da habe ich ein Video gesehen, wie gesagt, dass lange, lange, lange Nintendo halt die Standardschiene gefahren ist. Überhaupt kein Problem und wir haben hohe Qualität und wenn ihr Probleme habt, dann gebt dort zum Support Nintendo oder so. Ich denke, ja, sind sie anscheinend gegangen. Hallo? Ich habe 5 Schaden weniger gekriegt, weil ich diese Rüstung habe, die minus 5 Schaden reduziert. Top. Funktioniert. Gut. Kann ich es bestätigen. Komm schon ab. Ja. Deckung suchen oder unseren Quatsch. Ja, die Menschen da. Die Kamera ist schon wieder richtig super. Ach, guck mal hier, komm. Gut machen. Dann kann man hier das hier hinwerfen. Und kann hier da durchgehen. Das eine hat ganz schön eine Aua gemacht. Also, sobald du dann ein Level up hast, können wir auch aufleveln. Weil ich auch schon wieder eins hab. Oh, hier ein Buch. Au. Termin. Hinten ist ein Typ. Meinst du? Ach hier. Officer! Hey Officer! Er hat den Report Shots fired. Einmal komplett hier irgendwie voll saufen. Yep.
Au. Du hast angefangen, ich hab nur mitgemacht. Ja, ich bin nur Mitläufer. Warte, hier, da müssen wir vorher mal hier hingucken. Das geht nicht im Inneren. Alles zu stabil gebaut hier. Als ein Typ vor mir, der nicht mal wegfliegt, will ich einen Tornado machen. Das war meine Hoffnung, dass mir jetzt ein Löffel abkommt. War der im Schrank? Nee, ich glaube, der ist einfach... Oh, oh. Tissue Generator. Okay. Geld sozusagen. Geld? Den kann man verkaufen. Aber hat nicht irgendeiner einen Tissue Generator? Nein. Oder einen Basic Tissue Generator? Doch, irgendeiner hat einen Basic Tissue Generator. Nein, Basic Body. Ich habe einen Basic Focus. Den werde ich wahrscheinlich auch tauschen. Wir fangen mit dir an. Guck mal, wirklich nochmal die... Ja, von mir aus. Guck mal, du hast Strike. Ja, weiter. Der hat weiter. Body. Ja, ich sehe das die auch. Die ist empty, ja. Und ich bin Fokus. Ist ja okay. Was macht Tissue Generator nochmal? Regeneration bei weniger als 25. Oder weniger als 50, auch der Basic. Auch wir haben jetzt einen normalen. Macht das der normale auch? Ja, oder der normale macht bei 50. An? Der normale macht bei 50. Vor allen Dingen ist das hier oben drin, in dem guten Slot. Dann können wir das auch so einem Gastcharakter geben. Den kann man verkaufen für Geld. Ja, aber einen können wir ja... Wir haben ja zwei davon. After 5 Sekunden idle. Wie bitte? Talk about schlechteste... Gegenstand ever. Also die kann man ja fix machen. Die macht ihr Auto. Brumm, brumm. Du kriegst weiterhin Body und 2 Punkte hast du jetzt. Deep Freeze braucht 2 Punkte, aber Level 15. Nee, der soll bloß den... Cold Crush. Das ist ein Freeze Frame. Das ist ein Ulti. Ne? Freeze Enemy within 12 Feet, slows Enemy. Das ist dann schon geil. Ist die Frage, ob er das automatisch macht, weil man kann den KI... Typen ja nur einstellen, dass sie eine Fähigkeit verwenden. Ja, dann soll ja bloß die... oder wir machen die andere. Na, dann die hier, ne? Mhm. Deep Freeze. Was macht das? Gibt's da irgendwie First Level vor Second Freeze und geh mal auf... Ich kann... Achso, wenn ach, ich da jetzt... macht er gar keinen Freeze. Hier macht er nur Slow. Ah, und hier freeze er dann. Aber Stufe 15, das ist dann richtig gut. Er kriegt jetzt erstmal hier Cold Crush noch. Für in die Fresse. Mehr, ja. Die Fresse hauen. Und aufheben. Okay. Dann, die hat schon. Dann Ische. Ich nehme weiter den Body. Ich krieg so hart ins Gesicht. Level 14. Ich könnte jetzt Leadership machen. Da machen wir mehr Combo Damage und mehr Combo Experience. Das war doch ziemlich... Was? Plus 50% Damage? Ja, für Combos. Für Kombos. Ja, und für Kombos 10% mehr. 75 Erfahrung. Dann direkt. Ja, pass wo mal. Wo endet das? Also dann kommt 100 und dann kommt 125. Und dann 150. Alter. Das ist doch nicht mehr normal, ja. Du wolltest einen Tissue Generator. Ja, genau. Ich wollte irgendwann mal... Vindicators Gauntlet kannst du jetzt machen. Ja, für mehr Erfahrung. Und weniger Beam Damage, was auch immer das heißt. Für mehr Erfahrung. Klingt ja. Irgendwie, als würde man Werbung nach 0 Uhr... Auf Sat1 kriegen oder so. Oder irgendeinen anderen Privatsender. Entweder Agility für mehr Rüstung oder Body für mehr Leben. Mehr Leben. Ja, das sieht gut aus. Ah, den Deflektor hast du schon, okay. Ja. Strike Enhancer ist schon gut. Muscle ist auch gut. Strike Agility, Focus, Body. Was hältst du, Jan? Ein bisschen Agility hier. Increases your Defense. Also Defense hast du auf jeden Fall jede Menge. Hab ich genug. Also wenn du also leben willst, auch, Body. Ein bisschen Fokus wäre auch mal nicht schlecht. Okay, kriegst du einen Fokus. Ja. Und hier war jetzt die Frage, du könntest... Na, nach hier oben das, genau. Und dann, was ist dann der Unterschied? Na, mehr Damage und halt Bleed. It's Bleed Damage. Zeigt natürlich nicht an, wie viel. Ja, klar. Auch gut. Okay. Jetzt sind wir soweit durch. Brutal Slash. Ach genau, und wir wollten weiter. Zum Next Level. Weiter. Oh ja, wir sind auch schon wieder gut dabei, wenn jetzt ja der nächste Speicherpunkt ist unserer. Wäre so gut, wenn jetzt direkt hier weggekommen wäre. Ich hab ehrlich gesagt damit gerechnet. Aber wir sind noch weiter diese Dingsies hier
aufhalten. Ja. Also das, diese Teile, die explodieren, rumschmeißen, sollten wir uns wirklich ein bisschen überlegen, weil... Also mehr Kombo-Schaden hat man direkt gemerkt, wie sein Lebensbalken... Tschüss! Tschüssi gesagt wird. Eigentlich ziemlich... Okay, jetzt haben wir mal drei, wie es ausschaut. Sonst waren jetzt immer zwei von diesen Sentinel pro Gebiet. Steht vor dir, oder was? Aha! Plus 100. Anstatt plus 75 oder so. Nee, hat er 33% mehr. Krieg ich im Kopf, 66 oder... Viel. Da ist jemand mit der... Bei Prozentrechnung immer, was ist deine Basis, ne? Und das ist schön, mal deine Basis, Junge. Das muss man jetzt ja nicht hier... Au. Hinten ist ein Officer. Mr. Officer. Flieg! Flieg und sieg! Warum kann ich keine Combo mit mir selber machen? Das klingt irgendwie falsch. Ah, hier, der hier will noch. Packen Futter. Heads up! Ah, ja, Iceman, der denkt sich. Ich geh voran. Alle mehr nach. Ja, ich würde aber auch keine Combo machen als Außenstehender. Doch, doch. Oh, alles schon. Dann ist dann Dazzling Twister. Ich kann das halt nicht. Aber so. Plus 9 Schaden ist auch super. Ja, weil der Twister, der macht halt relativ wenig Schaden. Wenn du damit eine Combo machst, ist halt auch nicht so viel. Das ist mehr die Bonus-Erfahrung halt, die interessant ist, finde ich. Die Bonus-Erfahrung. Wenn du bei Kaufland Punkte sammelst. Ja. Und das kann so billig sein. Das sollte man lieber nicht in den ersten Kreis. Ja. Ich glaube, hier gibt's nichts. Nein, da sind. Ja, jetzt hat. Siehst du? Wenn, dann muss man schon. Wenn du anfängst, ne, musst du auch zu Ende bringen. Hier, der will eine Combo. Der hier. Ja, er will fliegen. Nee. Du bist leider zu spät gekommen. Ist leider kein. Ich habe leider keine Rose für dich. Mal, wir können jetzt zwei Leute wiederbeleben. Wo ist? Lass uns Kurt wiederbeleben. Ich glaube, ja, der kommt dann nächste Folge. Nee, wir haben ja noch. Den haben wir doch jetzt gerettet, den Typen. Den können wir jetzt auch nehmen. Gambit. Ja, aber Kurt, der will eigentlich schon zurück. Ja, aber du meinst. Er will den Recall. Ja, du meinst, der kriegt nochmal eine Chance. Ja. Okay. Es oh, da ist eine Granate. Er ist ja nur gestorben, weil ich ihn gestorben habe. Stimmt, nicht durch eigene Verfehlung. Richtig. Jubilee sagt ja. Oh. Einmal mal 38. So, angeschnipst, so. Eine kurze linke. Ah, mach dieses. Ja. Mach das weg. Ist weg. Danke. Ja. Combo. Da liegt was. Was leuchtet das? Basic Internal Detector. Ach, das ist. Das klingt nach physischen Schaden zurück oder so. Ja. Weil es gab diesen Elemental Deflektor. Internal? Ja, was soll's. Warte. Warum leuchtet das hier? Achso, das ist die Aufzugsteuerung. Toll. Ja, Break. Jetzt auch ein Speicherpunkt. Das wäre doch was. It's Blob. He's destroying the ship's generators and cracking the hull in the process. I have to save. Ja, wenig Zeit, danke. Was müssen wir? Rechts. Ja, hier ist hier. Speicher. Ja, du musst speichern jetzt. Ja, mach ich. Kannst du mit der Verantwortung leben, jetzt hier zweimal auf Ja zu drücken? Ja. Gut. Freunde, da haben wir jetzt noch ganz schön viel Flugzeugträger-Action gemacht, haben ein unglaublich diffiziles Rätsel gelöst. Also mit Kneifzange in die Unterhose haben wir da angezogen und es hat geklappt. Also ja. Wahnsinn. Ja, leider konnten wir das Rätsel jetzt nicht machen hier oder dieses Quiz, weil wir immer noch nicht wieder zurück sind. Wir sind direkt von einer Mission in die nächste. Ja, wir haben auch keine Zeit hier. Das Schiff geht in einer Viertelstunde unter. Ja gut, dann ganz schnell vielen Dank fürs Zuschauen und... Gönnt euch.